Hallo Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns aktuell auf der Hawaii Map. Und das hat folgenden Grund: Ich möchte euch einfach nochmal alle neuen Fahrzeuge zeigen, die mit dem Update 3.19.0.0 hinzugekommen sind. Das heißt, mit diesem großen Update, was die ganze Map mehr oder weniger noch ein Stück weit überarbeitet hat und auch neue Fahrzeuge geliefert hat. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe das Ganze schon vorbereitet. Hier stehe ich und wir switchen mal die Perspektive. So, wir fangen am besten mal hier bei den Fahrzeugen an. Wir haben einen Gabelstapler, sehr, sehr cool. Ich werde jetzt allerdings nicht alle Fahrzeuge fahren, aber den fahren wir mal. Ihr seht, Third Person, einen Sitzplatz. Leider können wir nicht irgendwie die Gabel benutzen vorne, die in der Höhe verstellen. Aber jetzt schauen wir mal, wie gut er fährt, okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst fährt er sich nämlich ganz schnell fest mit den kleinen Rädern vorne, wenn wir aufsitzen. Ich glaube, man hat auch. Es gab anfangs Probleme, jetzt fahren die Fahrzeuge aber relativ smooth. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht, 44 km/h Top Speed. Gehört nicht gerade zu den schnellsten Fahrzeugen, aber kann man so lassen. Ich würde sagen, das geht klar. Hauptsache, man ist schneller als zu Fuß und da sind wir auf jeden Fall schneller mit 44 Kilometern pro Stunde. So, steigen wir um, beziehungsweise schauen wir uns das nächste Fahrzeug ein, einen Bulldozer. Steigen wir ganz kurz ein, auch der kann seine Schaufel nicht benutzen und hat auch nicht so extrem viel Leben, aber wir können, also er hat insgesamt doch schon ein bisschen mehr Leben, beziehungsweise er hält mehr aus als ein normales Fahrzeug. Und kann somit auch benutzt werden, um den Weg freizuräumen. Ich schalte mal die HUDs kurz aus. So, jetzt. Gehen wir erst hier zum Zementlaster. Das heißt, wir haben hier einen Zementlaster, kennt ihr von der Baustelle. Auch der Betonlaster genannt. Und eigentlich auch nichts Besonderes. Der fährt auch so zwischen 50 und 60, schätze ich mal. Ich bin jetzt selber noch nicht gefahren. Aber der hier ist schon ein bisschen interessanter. Wir haben hier einen Delivery Truck, also einen Lieferwagen. Und der hat hier hinten den Vorteil, dass wir hier eine riesige Fläche haben. Ihr seht es, da kann ich sogar reingehen. Und hier könnte man natürlich perfekt 2 bis maximal 4 Kisten reinpacken. Obwohl, ich glaube, 4 von der Höhe. Doch, da würden schon wahrscheinlich 4 Kisten reinpacken. Hinten könnte man das Ganze vielleicht verschließen. Und dann wird es gar nicht so extrem auffallen, dass da überhaupt was drin ist, wenn man damit fährt. Das heißt, das Ganze ist gut versteckt. Und dementsprechend kein schlechtes Fahrzeug, wenn man irgendwo mal hingehen möchte, um zu looten und nicht unbedingt auffallen will. Das heißt, dass man die Kisten nicht gleich sieht, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und man könnte die da hinten drin verstecken. Nächstes Objekt ist ein, ich blende mal die HUDs ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Makeshift Raft, also ein selbstgebautes Floß mit Motor aus Fässern und Holz. Ihr seht, wenn ich da hinsitze, kann ich hier Gas geben und lenken. Rechts, links, rechts, links. Aber hier auf dem Land funktioniert das Ganze natürlich nicht. Auf dem Wasser müsst ihr dann mal selber ausprobieren, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Gefährt. Finde ich schon mal nicht schlecht. Bevor wir jetzt aber gleich zu den Flugobjekten kommen, machen wir noch die Fahrzeuge fertig. Dann haben wir den Sport Tune Buggy, den fahren wir auf jeden Fall mal, würde ich sagen. Das heißt, so ein Strandbuggy, der auch ein bisschen Speed drauf hat. Ja, doch schon 70. 70 packt er fast. Mal die Third Person rein. Ja, 68 km pro Stunde. Das geht schon klar. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal anmerken, dass wir uns gleich noch das aktuellste Update mehr oder weniger anschauen. Also, es ist kein Update, aber. Also, es ist schon ein Update, aber es ist nichts Wichtiges dazugekommen. Aber wir haben neue Infos zur neuen Map. Und das wird auch heute so das Highlight im Video sein. Deswegen. Oh, und der zieht vorne schon hoch. Ihr seht, da kann man fast ein Wheelie mitmachen. Wenn wir bremsen. Eieiei, das ist ein bisschen unruhig. Oh, auch hier mit dem Zombie. Ihr seht, auch das muss noch gepatcht werden, Anton. Kann nicht sein, dass die Zombies das Auto umschmeißen. Vor allem so ein Riesentruck. Können hier auf jeden Fall die Lichter anschalten, oben und unten.
Und der kommt auch auf eine relativ gute Geschwindigkeit. Wir fahren jetzt einfach nochmal eine Runde. Aber ihr seht, der wackelt noch ein bisschen. Das muss noch ein bisschen bearbeitet werden. Ja, der ist einfach. Sobald die Räder vorne abheben, kann ich nicht mehr richtig steuern. Aber er hält auf jeden Fall was aus, wie wir hier sehen. Jetzt fahren wir mal die ganzen Zombies hier voll um. Pam! Also Kraft hat er, der schiebt auch relativ gut. Am Antrieb fehlt es nicht. Und deswegen finde ich den auch ganz cool, wenn er der Scavenger heißt, ne? So wie er hier steht. Mehr oder weniger so ein kleiner Sportlaster. Getuned, Rennlaster. Im Wüstenbuggy-Style. Also jetzt schauen wir uns das nächste Gefährt an. Und das ist so ein mehr oder weniger mein Lieblingsfahrzeug. Auch schon vom Design her ein Legareno. Und es soll eigentlich ein Lamborghini darstellen. Wir sehen es auch von hinten. Mit dem Spoiler, Heckspoiler, den Zwei-Auspuff. Sehr, sehr sportlich. Mit dem White Body, also den Seitenverbreiterungen. Finde ich sehr nice gemacht. Hat leider keinen speziellen Sound, aber der geht mega ab. Mit der schnellsten Fahrzeug in Unturned. Nach dem Racecar wahrscheinlich. Denn der packt hier gute 100 km/h, ja. Also wenn ihr den besitzt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig schnell unterwegs. Auch ein schön breites Heck mit dem Spoiler sieht einfach wunderschön aus. Macht was her. Wir haben jetzt hier nicht die optimale gerade, um zu beschleunigen. Auch die Bremsen sind relativ gut. Obwohl man das den Anton ja so nicht richtig, wirklich sagen kann. Der Bremsen, die. Ja, die Fahrzeuge eigentlich, sobald ich die Leertaste drücke. Dann stellen wir mal wieder hier ab. Also, das war der Legareno. Ich sehe gerade, ich brauche noch kurz was zu trinken. Dieses wunderbare MRE wird mich retten. Und das war der Legareno. Wir gehen weiter zu den Flugobjekten. Da haben wir einmal diesen Gyrocopter. Autogyro, denn der fliegt, landet glaube ich auch wieder selbstständig. Den könnt ihr selber bauen. Also Makeshift. Wir heben jetzt mal hier ab. Bin jetzt schon vom Gas gegangen. Okay, dann hebt er noch nicht ab. Jetzt gebe ich mal Vollgas. Und ihr seht, der fliegt, ohne dass ich was mache, fliegt der nach vorne. Das kann ich natürlich hier lenken. Und was ich cool finde, dass sich das Rad hinten noch dreht. Ziehe ich hier vorne mal ein bisschen hoch. Nehmen wir die First Person, dann können wir besser fliegen. Jetzt können wir mal probieren, oben auf dem Landeplatz zu landen. Ihr seht, selbst wenn ich hier einen Sturzflug mache, der geht ganz, ganz sachte runter. Auch wenn ich vom Gas jetzt gehen würde. Der lässt sich sehr, sehr präzise steuern. Ich sehe da unten auch schon meinen eigenen Schatten und der verliert nur ganz leicht an Höhe. Ein sehr, sehr gelungenes Gefährt, muss ich sagen. Wenn ich jetzt S drücke, S, um den Dinger abzusenken, selbst dann verliert er nur leicht an Höhe. Okay, also auch kein schlechtes Fluggefährt. Jetzt kommen wir auch zum letzten. Hier, die Zombies. Die müssen wir noch kurz aus dem Weg räumen, weil die stören sonst ein bisschen. So. Jetzt kommt natürlich der Rest auch gleich an. Deswegen würde ich sagen, ich heb ab. Hier in dem Heißluftballon. Sehr, sehr geil. Oh. Der Sound macht auf jeden Fall was her. Jetzt gehen wir mal Vollgas. Hier oben haben wir den Flammeffekt. Oh, und auch der Sound wurde optimiert. Sehr, sehr geil. Hört sich jetzt auf jeden Fall an wie ein Heißluftballon. Man hört oben, wie das Feuer, beziehungsweise wie das Gas ausströmt und wie das Ganze dann oben hier in den Ballon überfließt. Weil vorher hat das Ganze sich angehört wie ein Auto, wie ein ganz normales Flugzeug, wie auch immer. Ich glaube, wie ein Helikopter war es. Vorher hat er den Helikopter-Sound gehabt. Das haben sie jetzt alles überarbeitet. Ist auch richtig so. Denn so ein Heißluftballon soll sich ja nicht anhören wie ein Helikopter. Ich probiere jetzt gerade mal, ob ich hier auch die Neigung. Ja, kann man. Also ich kann ihn neigen. Das Ganze geht alles relativ langsam. Ihr seht, ich drücke jetzt Pfeiltaste nach unten in der First Person. Ich verliere jetzt auch langsam an Luft.
Wir sind ein bisschen zu hoch. Und es geht sehr, sehr langsam voran. Wenn ich jetzt hier die Maus auch nach vorne schiebe, egal wie schnell. Nee, also. Falter so hoch. Nochmal Gas geben. Also alles relativ schwergängig, aber an sich eigentlich das perfekte Fluggerät, um so eine Map ganz in Ruhe zu erkunden, um ein bisschen abzuschalten, ein bisschen Ruhe zu haben, wenn man mal beispielsweise PvP gespielt hat und sich denkt, komm, jetzt müssen wir mal abheben und einfach ein bisschen abschalten. Dann könnt ihr auf jeden Fall den Heißluftballon hier mit dazu nehmen. Jetzt landen wir mal hier ein bisschen unsacht. Ja, funktioniert aber relativ gut. Wir steigen aus, Feuer geht aus. Alles wunderbar. Also, das war der Heißluftballon. Und jetzt kommen wir wirklich zum interessanten Part vom Video. Jetzt wird's richtig geil. Und ich sage euch schon am Freitag, wenn ihr Lust habt, schreibt's mal in die Kommentare einfach. Hashtag dabei, dass ihr dabei seid. Okay, hier April, also eine Kiste, die kenne ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber wird wahrscheinlich nicht neu sein, wenn die von April ist. Das neueste Update, neue Infos. Bevor ich jetzt mein Wort verliere, ich war stehen geblieben bei, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, am Freitag, 3 Jahre Unturned, das dritte quasi, das dritte, der dritte Jahrestag von Unturned. Und da gibt es ein Event. Wir sehen es hier, wir können es lesen bei 3.19.2.0. Hier könnt ihr es lesen. 3 Jahre ist jetzt Unturned auf dem Steam-Markt. Seit dem 7.7. 14 war es dann, genau, wurde es veröffentlicht. Und jetzt 2017 haben wir eben das dreijährige Anniversary, also den Jahrestag. Und deswegen gibt es natürlich wieder etwas Neues, ein Update. Es ist ja sogar ein Freitag, also mehr als perfekt. Freitags kommen ja immer die Updates. Und deswegen kommt am Freitag in 2 Tagen, genau, kommt die neue Map und sie ist in Deutschland. Ja. Freunde, der dritte Jahrestag und dann eine Map aus Deutschland. Was kann es Besseres geben eigentlich? Also Germany wird die neue Map sein. Spielt in Deutschland, ist hier angesiedelt. Und ich sag's euch, Leute, wir haben hier den Trailer. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann schauen wir den jetzt mal zusammen an. Beziehungsweise einen neuen Unturned-Trailer haben wir auch, aber den brauchen wir ja nicht angucken. Ich würde sagen, wir gucken gemeinsam den neuen Map-Trailer und analysieren den auch noch. Oh, da muss ich aber nochmal Pause machen. Da müssen wir auf jeden Fall die Qualität hochstellen. 1080p. Dann sieht das Ganze nämlich schon ein bisschen besser aus. Größer kann ich es jetzt nicht machen als so. Ja. Wegen dem Fenstermodus hier. Das kann ich auch nicht größer machen, in-game wahrscheinlich. Außer hier. Also, spielen wir einfach mal ab. Unturned Free to Play. Welcome to Germany. 3.20.0.0. Und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal durch. Wir sehen hier eine Straße, eine Passstraße. Wir haben Felsbrocken, die auf die Straße geschürzt sind. Sieht alles relativ zerstört aus. Hier hinten sehen wir auch solche Baumstämme, die da auf dem Boden rumliegen. Das heißt, wir haben ein neues Foliage System. Neue Bodentexturen. Wir sehen hier eine Holzbrücke, die über eine Schlucht führt und hier ein Zug, der kurz vor dem Abstürzen steht. Hier auch ein Tunnel. Das heißt, dort kann man sich wahrscheinlich auch reinbegeben. Und wir sehen auch, das Ganze ist relativ hügelig. Okay, das wird irgendeine Stadt sein, Außenposten. Da hinten sehen wir auch die Berge mit schneebedeckten Gipfeln. Das heißt, auch hier sieht man überhaupt mal den Höhenunterschied. Wir haben sehr, sehr viele hohe Berge.
Das könnte natürlich irgendwo in den Alpen sein. Ich würde sagen, weiter geht's. Hier haben wir kurz einen Wasserfall gesehen. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Da haben wir einen Wasserfall. Kennen wir jetzt auch von Hawaii. Hier sehen wir eine Farm mit Gewächshäusern. Haben wir auch so in Antwerpen noch nicht gesehen. Und das Ganze sieht schon relativ cool aus. Okay, hier haben wir Steg. Irgendwo ein See könnte es sein, wahrscheinlich. Hier Weinfässer, das war auch die Endszene, wo die Kollegen dann drunter gesessen sind, die Überlebenden, die Spieler. Auch hier neue Überdachung, alles relativ neu, Weinregal. Das könnte jetzt eben zu der Farm passen. Da haben wir gerade nochmal ein Stück zurück. So, hier. Das wird auf jeden Fall, hier sehen wir auch die deutsche Flagge, irgendein Militärgelände sein, oder vielleicht hat es auch irgendwas mit, gut, hier sind Bauarbeiter-Zombies. Schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück weiter. Hier sehen wir auf jeden Fall das neue Gefängnis. Ja, ich gehe nochmal zurück. So, da. Hier sehen wir ein neues Gefängnisgebäude. Sehr, sehr groß. Wir haben hier auch ein Polizeiauto und so ein Polizeivan. Der wird wahrscheinlich auch neu sein. Wachtürme mit Suchscheinwerfern. Beziehungsweise mit großen Scheinwerfern. Das Ganze umzäunt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hier auch eine Szene aus innen drin. Hier sehen wir einen riesigen Staudamm, da unten den Eingang, den wir gerade gesehen haben, der in den Staudamm hineinführt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie groß das Ganze hier sein wird. Oben drauf haben wir hier einen Militär-Checkpoint. Hier haben wir eben die geflutete Map, die ich mal gezeigt habe in einem Update-Video. Die unter Wasser steht. Nicht die geflutete Map, die geflutete Stadt. Also die Stadt, die unter Wasser steht. Ja. Ja, ihr seht das, da könnt ihr dann auch tauchen dementsprechend und looten. Das war eben auch gerade ein Eingang, wo der auch genau war, weiß ich jetzt nicht. Deutschlandflagge irgendwo am Berg. Und hier hinten können wir nicht richtig sehen, was da ist. Hier sehen wir eine Untergrundlocation, irgendein Fels, ein Felsspalt, in dem man scheinbar dem man folgen kann. Finde ich sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ihr seht das. Kanalisation. Und hier ein riesiges Eingangstor. Hier oben die Flagge. Irgendeine neue Organisation wird es sein. Diese blaue Flagge mit dem weißen Zeichen. Peace-Zeichen. Könnte sowas wie die NATO oder die, vielleicht eher die UNO sein. Die Blauhelm-Soldaten. Vielleicht ist es daran angelehnt. Ja, auf jeden Fall hier ein riesiges Eingangstor. Könnte zum Beispiel eine Safe-Zone sein. Da war gerade eine Fabrik, die wir gesehen haben. Das ist aber keine Panzerfabrik gewesen, sondern das ist dieses Kieswerk hier, beziehungsweise der Steinbruch. Hier sehen wir auch die Laster. Jetzt habe ich die Kies, die riesigen Laster. Die kennt man auch aus GTA, diese Kieslaster, die wirklich riesig sind. Hier nochmal das Tor, aber jetzt ist es zerstört. Keine Ahnung, was genau das bedeuten mag. Vielleicht gibt es noch so einen Stützpunkt, einen ehemaliger. Der dann keine Safe Zone mehr ist, sondern schon von Zombies gestürmt wurde, mehr oder weniger, oder zerstört, übernommen. Das hier ist die neue Stadt und hier sehen wir auf jeden Fall brennend. Hier haben wir so Säcke, das sind wahrscheinlich Leichensäcke von Zombies, das Ganze umzäunt und die sind angezündet. Hier in so einer Grube und hier, auch sehr interessant, haben wir also auf jeden Fall eine Autobahn mit einem zerstörten Laster und da wieder diese Zelte von dieser neuen Organisation. Sehr, sehr viele Zelte sogar. Und eben Tankmöglichkeit etc. Die haben wahrscheinlich die Stadt unter Quarantäne gestellt. Oh, jetzt müssen hier sehen wir eben noch Quarantäne, Medic-Spot. Und hier, jetzt mache ich mal ganz kurz Pause. Sehen wir hier Mauern, riesige Mauern. Hier und hier. Diese vier Mauern, die diese Hauptstraßen, oder auch hier, sind sogar noch mehr. Fünf wahrscheinlich dann. Die diese Hauptstraßen vom Zentrum abtrennen. Also das Ganze ist verbarrikadiert. Hier auch sehr spannend, eine riesige Burg. Hier sehen wir es nochmal. Also das hier ist eine neue Burg. Sieht so ein bisschen aus wie Schloss Neuschwanstein. Und da, jetzt hab ich wieder ganz kurz verpasst, hier sehen wir es. Eine zerstörte Stadt, Ruinenstadt, die eben hier, also die wahrscheinlich abgebrannt ist. Und das Ganze noch kombiniert mit einer Dead Zone.
Und das auch sehr spannend, so eine Art Bunker im Berg eingelassen, mit einem riesigen Tor, das wir wahrscheinlich dann mit Strom, mit einem Generator öffnen können. Und hier fliegen die Kampfjets raus. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Sternträger in Star Wars. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Das hier war wahrscheinlich neu eine Militärstation. Hier sehen wir jetzt übrigens so eine Raketenstation, die dort startet. Auch hier hinten nochmal eine Rakete. Und da nochmal diese riesige Burg oder Schloss, wenn man auch so, dazu. Es kann, eher, geht eher in die Richtung Schloss, werde ich mal behaupten. Und hier eben nochmal die Location. An dieser Wein. Farm und hier diese Kollegen, die zusammensitzen. Also, das war's auf jeden Fall mit der Analysation, mehr oder weniger, von dem neuen Trailer. Ihr schreibt mir mal am besten in die Kommentare, wie findet ihr die Map? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich bisher in dem Trailer gesehen habe, gibt auch schon einen relativ guten Einblick und sieht sehr, sehr spannend aus. Ich verlinke euch den Trailer nochmal in der Videobeschreibung, dass ihr den Ganzen auch, dass ihr ihn nochmal anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Und ich muss sagen, die Musik hat mich auch begeistert. Die reißt richtig mit gegen Ende hin. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, am Freitag, wenn das Update erscheint, 3.20.0.0, dann kommt um 21 Uhr auf den Teamspeak. Schreibt einfach mal bitte in die Kommentare Hashtag dabei. Und dann können wir gemeinsam hier bei Play, oder wo geht's nochmal? Genau, Lobby, kann ich euch hier einladen. Und dann gehen wir alle gemeinsam auf einen Server und erkunden diese neue Map. Und spielen dann dementsprechend auch zusammen. Also, wenn ihr Lust habt, wenn ihr dabei seid, schreibt in die Kommentare. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.